Alright, let's go, Mates. Wir haben es Dienstag und die Märkte bewegen sich ganz ordentlich. Heute der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da haben wir morgen Fettsitzung und die Sachlage dort sieht extrem interessant aus. Sehr, sehr gute Geschichte hier an dieser Stelle. Die schauen wir uns heute im Detail an. Aber zuvor. Bitte, wie jeden Morgen hier an dieser Stelle, wer zuschaut, einfach ein Like vergeben, liken, abonnieren, subscribe, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Das ist freundlich, wenn man das tut. Also rein damit, das Ganze gerne auch weiterempfehlen an Freunde und Bekannte. Denn es ist ja mittlerweile hier auch in der Community bekannt, dass wir jeden Morgen hier doch sehr, sehr gute, ja, sage ich mal, Charts mit Momentum, Chancen auf der Uhr haben, wo sich immer wieder sehr, sehr schöne Trades draus entwickeln. Und das wäre doch schade, wenn das nicht so viele Leute mitbekommen könnten, wie sie es können. Also weiterempfehlen, liken, dann kriegt das Facebook mit oder auch YouTube und da freue ich mich drüber. Wenn's wächst. Also, das dazu, und wir gehen weiter mit dem heutigen Tag. Zunächst wie immer der Risikohinweis an dieser Stelle. Ich bitte ihn Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit wäre das auch durch. Und wir sprechen über die Tagesnachrichten an dieser Stelle. Jo, was kommt heute so im Laufe des Tages? Wir bekommen um 11 Uhr die ZEW-Daten, das heißt die Einschätzung zur aktuellen Lage. Das ist Nummer 1 und Nummer 2 die Konjunkturerwartungen. Und das ist ja wirklich das viel, viel wichtiger, weil wir wissen ja, die Börse spielt die Zukunft und wenn die Erwartungen hier gut sind, dann sollte sich das entsprechend auch irgendwo in den Kursen bemerkbar machen. Wir sehen ja, was bei den Indizes gerade los ist. Die steigen, das ist gut zu sehen und da können wir uns gut dran orientieren und mit den steigenden Indizes bewegen sich halt auch entsprechend die Währungen, die Rohstoffe und damit können wir ja jeden Morgen schöne Trades entsprechend finden. 11 Uhr gibt es dann auch noch die ZEW-Konjunktur. Für die EU. 13.30 Uhr dann in den USA die wichtigen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen. 14.15 Uhr gibt es die Industrieproduktion und um 22.30 Uhr den API Rohöl-Lagerbestand, wobei ich mir jetzt, wenn ich diese Zahl dort sehe, gerade nicht sicher bin, ob es tatsächlich 22:30 Uhr und nicht 21:30 Uhr ist, denn wie ich das gestern auch schon gesagt habe, die USA haben die Uhren ja schon auf Sommerzeit umgestellt, das heißt, die sind uns jetzt, glaube ich, für die nächsten drei Wochen immer um eine Stunde ähm, äh, weniger äh, hinterher. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob diese Zahl hier stimmt, aber <laughs> Es ist ja eh spät abends ähm, und ich bin mir nicht sicher, äh, inwiefern sich um diese späte Zeit jemand hinsetzt und schaut, ob sich hier im Tickchart beim WTI ähm, irgendwas äh, sozusagen bewegt. Aber es ist schon mal gut zu wissen, diese Zahlen zu sehen, denn wir wissen es ja auch, dass es ein guter Vorläufer sehr sehr oft für das, was wir dann ähm, bei den anderen rohöl erwarten können, was am Mittwoch kommt. Das ist das Wichtigste für den heutigen Handelstag. Jo, und ich würde sagen, wir Machen an dieser Stelle weiter mit dem Blick in die Charts. Das heißt, ich hole hier gleich mal entsprechend äh, die, äh, die, äh, die Trade Station hier den, äh, den Trading Desk mit dem Stereo Trader und oft in Zusammenarbeit auch mit, den, äh, mit der Trenderkennung vom Oliver Najar zusammen. Hier an dieser Stelle möchten wir. Das Ganze besprechen. euro austral habe ich gerade auf der Uhr. Wir hatten ja gestern auch gesagt, wir hatten gestern beziehungsweise äh, heute Nacht die, äh, die Notenbank-Sitzung in Großbritannien. Ähm, und was hier gerade passiert, interessant äh, im Euro-Austral-Dollar. Ich gehe mal ganz kurz auf den Tageschat an. Das ist jetzt zwar hier außerhalb vom Rahmen, aber ich hatte es in meiner Handels- Vorbereitung sozusagen auch noch da. Ähm, deswegen äh, vielleicht kurz hier an dieser Stelle ein kleiner Blick in das, was ich hier im Euro-Austral-Dollar gerade ähm, muss ich sagen, mit Interesse beobachte, denn ähm, wir gehen mal ganz kurz hier in den Wochenchart auch rein. Moment, ich mache das Bild auch gleich mal noch groß, damit das jeder auch live in groß sehen kann. Äh, und dann schauen wir uns mal an, was hier passiert, denn wir sehen es hier unten. Da liegt dieser große, dicke grüne Balken drinnen. Das ist hier so ein, das, das, das groß, der große Wechselbereich, als der Markt von hier unten gekommen ist und dann die Oberseite angelaufen hat. Ähm, der, ist, der hat schon eine gewisse Relevanz. Das sehen wir auch hier äh, in der Historie, dass. Diese, diese, dieses Level angelaufen, angestiegen, angelaufen, angestiegen, kurz drüber sogar oder deutlich drüber gedreht, wieder hoch. Jetzt sind wir hier vor 1, 2, 3 Handelstagen draufgelaufen, sind wieder hochgestiegen und jetzt sieht es ein kleines bisschen so aus. Das ist wohlgemerkt der Wochenchart an dieser Stelle. Das darf man an diesen Punkten nie vergessen, dass wir hier auf dem Wochenchart schauen. Da haben wir aktuell hier eine, eine, ich sag mal, eine Kerze, Moment, ich nehme mal die Linie hier unten raus, die durchaus, oder eine Kerzenkombination hier, die durchaus in der Lage ist, ein, ein höheres Tief zu bilden. Und das ist dann wohlgemerkt sehr, sehr interessant, wenn wir auf eine solch dynamische Wochenkerze eine Konsolidierung bekommen und diese Konsolidierung dann einen Boden bildet, dann haben wir gute Chancen, oben drüber zu laufen. Und jetzt mal mit Blick auf diesen Wochenchart sage ich an dieser Stelle mal ganz klar, Sollten wir hier über die 1, naja, knapp 57, was das Hoche gewesen ist, drüber laufen. Dann haben wir gute Karten, dass wir zunächst wenigstens erstmal hier oben in diesem Bereich um die, was haben wir da stehen? 1,59,50 bis 1,60 oben ansteigen. Das wäre nicht verkehrt. Das ist auch etwas, was wir im, im, ähm, im, 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 im Tageschart mit sehen, hier an dieser Stelle. Ähm, also es ist natürlich eines ganz klar: Wir haben hier eine Korrektur am Laufen, die in die Bewegung reingegangen ist. Ne? So wie wir es hier auch gesehen haben: Korrektur in die Bewegung reingegangen. Und trotzdem ähm, haben wir jetzt hier die Sch diese Bodenbildung. Und das ist wie wohlgemerkt etwas für äh, die kurzfristige Geschichte, die durchaus interessant sein könnte. Ähm, zunächst erstmal, wie schon gesagt, ich habe gesagt, wir müssen hier oben drüber, über die knapp 1,57, also über dieses Hoch da oben. Aber wenn die Umkehr jetzt kommt, müssen wir ja nicht darauf hoffen, dass da hier oben drüber geht, sondern wir können ja einfach mal das nehmen hier. Ich markiere es mal kurz in blau und uns das mal in der Stunde anschauen. Da sehen wir nämlich dass wir hier äh, tatsächlich einen, ja, eine Art, Leichten Boden bilden, wenn man sich das mal anschauen möchte. Wir haben hier unten drunter, hier in diesem Level in etwa äh, schon einen Bereich, der so ein bisschen trägt. Und wenn der jetzt tatsächlich hält äh, und der Markt keine deutlichen tieferen Tiefs macht, sondern tatsächlich nach oben streben möchte, dann haben wir eine schöne Ausgangslage. Und diese schöne Ausgangslage bringt uns dann halt in die Situation, die höheren, ähm, sage ich mal, Korrekturhochs zunächst erstmal anzulaufen. Ne? Und das ist ja schon das Interessante dass man das kurzfristig auch mal planen kann. Da muss man nicht immer extrem weit hochlaufen oder extrem weite Ziele haben, sondern es lohnt sich manchmal auch, die kleinen Dinge mitzunehmen. Ne? Und das sind ja einfach mal gesehen, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, das sind ja durchaus greifbare Marker hier, äh, wenn man das so sieht. Und für diejenigen, äh, die die Trendgeschichte äh, äh, so ein bisschen mit Hilfe noch brauchen. Ich zeichne es mal kurz ein, was ich da meine hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Ähm, der Markt hat ja angefangen, hier nach oben zu trenden. Äh, dieses Gezappel hin und her. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich so zeichnen können, ne? aber es ist nicht so richtig drüber gegangen. Wenn wir ehrlich sind, das ist das richtige Zwischenhoch. Ähm, und dann ging dieses Gewackel hier so weiter. Ne? Hier kam ein weiteres, dann kam ein kleines Tief und jetzt laufen wir wieder hoch. Das ist ganz, ganz typisch für diese Umschwungphasen. Deshalb sage ich, wir haben hier. Durchaus die Chance, wenn dieser Boden hier hält und der Markt tatsächlich oben drüber fliegt, über dieses Level, was wir hier oben sehen, also hier in diesen Bereichen etwa. Das wäre gut, dann könnten wir uns auf der Oberseite ein bisschen was zur Orientierung wegnehmen und einen Long Trade durchaus mit in Betracht ziehen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz auf der Tagesbasis an. Dann sehen wir nämlich, dass ich gerade das alles, was ich angezeichnet habe, dass das alles nur hier in dem letzten Bewegungsstückchen gewesen ist. Da ist durchaus was drinnen, was die Oberseite bespielen kann. Es bleibt hochspannend hier an dieser Seite, auch mit Blick auf das Währungspaar Euro. Austral-Dollar. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu dem, was wir an dieser Stelle erstmal besprechen wollten. Und das ist ja der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Äh, Und ich habe es im Blog-Eintrag geschrieben. Für alle, die, die den schon gelesen haben, wissen, äh, worum es mir hier geht. Wenn wir uns das Währungspaar Euro-US-Dollar anschauen, dann sehen wir ganz klar hier die äh, Chart-Technik. Zeigt das Ganze auch an? Wir sind hier äh, schon in einer Art Abwärtssequenz drinnen. Wir haben hier einen Abwärtstrend, auch wenn das Hoch hier, ich will mal ganz kurz anzeichnen, was ich damit meine. Schaut mal hier, das war der erste Trendschub nach unten. Dann gab es einen kleinen Trendschub nach oben. Hier diese Schulterkopf-Schulterformation, die hatten wir hier besprochen. Da gibt es auch einen Beitrag im Blog von Tickmill. Also, wer den nochmal lesen möchte, einfach mal in den Blog von Tickmill reinschauen. Da haben wir den Euro-US-Dollar, als ich diese inverse SKS besprochen hatte. Das war definitiv ein Fake. Wir sehen es, die wurde getriggert und dann ging es direkt wieder unten rein. Dann hat der Markt wieder einen kleinen Abwärtstrend gemacht. Also wir sehen es hier, der Markt ist eher zur Unterseite unterwegs als zur Oberseite. Und das mal in den Kontext bezogen, da sehen wir hier momentan eine bärische Flagge. Die vorgestern nach unten hin getriggert wurde, ähm, aber noch nicht bestätigt worden ist. Und das ist die Chance, die wir hier haben, mit der Bestätigung die Unterseite mit anzubeleuchten. Eins dürfen wir nicht vergessen: Wir haben morgen die Fettsitzung. Ja, also, das muss man immer mit im Kopf behalten. Aber rum wie num, wenn wir uns die klassische Charttechnik mal anschauen, ob nun Fettsitzung oder nicht, die Unterseite ist momentan einfach interessant. Zunächst erstmal hier unten das Zwischentief um die 1,1835. Und wenn das nicht hält, dann können wir uns auf den größeren Ebenen mit bewegen. Ich mache den Zeitrahmen gleich nochmal an. Schaut mal, da haben wir hier unten. In größeren Bereichen den auf, das Auffanglevel um die 1,1605, das ist der Bereich hier unten. Und auf dem Weg dorthin haben wir aus diesem kleineren Aufschwung hier nach oben auch noch ein paar Marker drin, um die 1,18, das ist eine runde Marke, die sind sowieso gerne mal gesucht. Und dann hier an dieser Stelle die 1,1745, das sind so die Marker, die hier durchaus auch Relevanz haben. Apropos kleine Marker, ich bin da gestern im Nachgang äh, zu der Analyse zum NASDAQ mal noch gefragt worden, ähm, warum ich mich hier an diesen kleinen orientiere und welche Aussagekraft die haben. Man muss dazu einfach sehen, es kommt immer so ein bisschen auf den zeitlichen Kontext, an den man traden möchte. Ja? Ähm, aus dieser Sichtweise von hier oben raus ist es jetzt natürlich klar, da ist das schon noch sehr, sehr weit weg. Und wenn wir gleich die kleineren ähm, Zeiteinheiten besprechen, dann wird man halt auch sehen, das ist aktuell noch aus der Reichweite raus. Aber wenn jemand sozusagen hier aus dem Bruch unten raus dann tradet, dann gab es halt bei diesem Aufschwung nach oben hier diese Haltelevel. Ja, und ähm, die, die spielen schon eine gewisse Relevanz, weil wer sagt uns Händlern denn, dass hier keine sozusagen weiteren Kauforders liegen ähm, deswegen ganz klar ist natürlich wichtiger sind die größeren Marken also sowas was wir hier auch bei den größeren Trends sehen weil das sehen viel viel mehr Menschen ja aber diese Level hier unten die sind halt auch noch da und die Orders die dort möglicherweise auch noch liegen die sind halt auch aktiv und ob die da sind und ob die da liegen, werden wir erst sehen, ähm, wenn wir hier ranlaufen. Aus diesem Grund nenne ich solche Marken immer mit und sage aber an dieser Stelle auch mit Absicht, äh, die haben für den Swing-Bereich nach unten hin ähm, nicht gerade die größte Bedeutung, aber sie haben eine Bedeutung. Und diejenigen, die das im kleineren Bereich traden, für die ist diese Bedeutung durchaus wichtig. Denn wenn jetzt hier jemand diese Punkte sieht und der sagt, sagt, wenn es da tatsächlich zukommt, dass dort was liegt, dann könnte es ja im Stundenchart möglich weise gute Ausschläge geben, die man durch den 15 oder 5 Minuten Chart traden kann. Deswegen nenne ich diese Marker mit, weil die braucht man für die entsprechende Trade Planung so. Und wo wir jetzt gerade bei den kleineren Markern sind, lege ich die kleineren Marker auch noch mal mit rein. Denn wir sehen hier ähm, auf der Chart-Unterseite gibt's ein bisschen mehr. Ich will nur noch mal ganz kurz die Oberseite besprechen. Ja, also das heißt auf der Oberseite, wir sind hier noch nicht raus. Diejenigen, äh, die hier ein bisschen hinschauen, die werden auch sehen, hier sind jetzt zwei blaue Linien drinnen und da ist die obere Linie sehr sehr wichtig für die Long-Seite, denn sollte der Markt nicht hier das Zwischentief rausnehmen, also grob unter die Marke von 1,19,10 fallen, dann haben wir durchaus Chancen, oben drüber zu laufen, über die 1,19,90. Und wenn das tatsächlich passiert, dann ist innerhalb der korrektiven Phase Luft nach oben, wenigstens mal hier bis in dieses kleine untergeordnete Zwischenhoch bei 1,21,13, ja, natürlich auch bis oben hin zum Trendhoch, also zum Korrekturhoch bei 1,22,43. Das müssen wir aber erst mal sehen, ob es tatsächlich zu so einem weiten Ausholer kommt oder nicht. Blicken wir mal kurz in die kleineren Zeiteinheiten rein und da sehen wir äh, den Blick in diese bärische Flagge, die wir hier drin haben, also die enge Konsolidierung nach der äh, Abwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben und da sehen wir sehr sehr schön hier schön der Aufwärtstrend am hochlaufen. Der wurde hier rausgenommen, als wir unter dieses Level hier gefallen sind, nach unten hin komplett den Trendkanal verlassen und das ist jetzt das interessante, was wir hier an dieser Stelle sehen. Wir sehen einen Retest des Kanals, dort wurde komplett wieder abverkauft und der Markt Sammelt sich jetzt hier also eine weite, weite Seitwärtsphase, die wir hier haben. Das ist auch für diejenigen interessant, die solche Trading Ranges sich auch anschauen wollen, wenn diese Trading Range nach unten zerbrochen wird. Oder gebrochen wird, also wir tatsächlich hier unter die 1,1910 fallen, dann wäre das tatsächlich der Signaltrigger für die Unterseite. Und da kommt es jetzt halt auch wieder darauf an, das ist das, was ich gerade auch beim Nestik erzählt habe. Diese kleinen Zwischenmarker. Ja, und wenn wir uns da mal diese Werte anschauen, da habe ich jetzt mal aus diesem Trendverlauf, den wir hier zur Oberseite haben, das Zwischentief hier unten unter, unter um die Marke von 1,18,69 noch mit rausgenommen. Das ist tatsächlich da. Das ist relevant. Und für diejenigen, die das im kleineren Traden wollen, wir haben hier natürlich noch die Aufwärtsphase bis oben hin. Ne? Und wer jetzt hier tatsächlich noch drinnen ist, die Anlaufmarker, die anderen, die haben wir hier. Also. Die sind auch noch aktiv hier. Das ist dieser Bereich hier unten in diesem Drehlevel um die 1,18. Was haben wir da? 86 und hier gleich ein bisschen unten drunter unter 1,18, 82. Das ist schon da. Wir können auch noch eins mehr ziehen. Schaut mal hier an dieser Stelle. Die sind dann halt so klein und fein. Aber wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchbrechen sollten, wir gehen mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Ich hoffe, wir bekommen genug Historie angezeigt. Schaut mal. Diese Marker, die sind auch relevant, die sind in dieser Aufwärtsbewegung hier auch zu sehen, ja. Und das sind dann gute kurzfristige Anlaufpunkte, wo durchaus Bewegung reinkommen kann, wo man Gewinnmitnahmen planen kann. Deswegen schauen wir die hier an. Das ist die Chart-Unterseite. Wir können aber im 5-Minuten-Chart auch genauso gut auf die Chart-Oberseite schauen, denn ich habe ja gerade gesagt, diese Trading-Range, die wir hier drinnen liegen haben, die ist ja oben begrenzt, so grob über den Daumen um die 1,19. Was haben wir da? Die 40, 39, 40 in dem Dreh rum. Kommt dort der Ausbruch zur Oberseite. Ja, dann haben wir im Kleinstbereich natürlich auch. Moment, ich mache das Bild mal ein klein wenig größer. Im Kleinstbereich natürlich auch Chancen zur Oberseite hin. Da kommt es immer wieder, wie schon gesagt, drauf an, wie die, wie die eigene Range ist. Jemand, der im, im, im Tick-Chart hin und her äh, tradet, für den spielt möglicherweise. Dieses Bruchlevel nach unten um die 1,19,44,45 eine Rolle. Ähm, und dann hier oben rein für diejenigen, die hier im 5-Minuten-Chart aktiv sind, die Zwischenhochs. Und wenn es tatsächlich hier zu einem dynamischen Schub oben drüber kommen sollte, im Vorfeld auch der, äh, der Fettsitzung, da haben wir ja nicht selten auch dynamische Vorabbewegung, 1,1955 in etwa. Und dann haben wir hier oben schon das Zwischenhoch um die 1,1968. Und wenn das dann auch noch in die sage ich mal Kaufrichtung umschlägt hier oben, dann können wir uns weiter orientieren bei 1,990 und wer sich erinnert das wäre dann mal ganz klar das Level, in dem sich hier, wenn diese Marke überschritten wird, wird auch dieser kleine Verkaufsbereich herausgenommen. Und was haben wir dann? Ganz klar, dann haben wir im untergeordneten Bereich wieder einen Aufwärtstrend laufen. Und das ist dann genau die Geschichte, die ich gesagt hatte. Dann haben wir die Chance einer Korrekturausweitung in die Oberseite rein. Und dann wird im weiteren Levelbereich erst einmal hier die 1,21,13 relevant. Und bei starken Schwankungen kann das durchaus schneller gehen, als man gucken kann, wie man hier so schön sagt, bei uns in Sachsen und deswegen das Level sollte man auf der Uhr haben, aber erst wenn wir tatsächlich hier oben reingeht, aber ich sag mal, die kurzfristigen Trader, die warten natürlich nicht, bis der Markt hier drüber fliegt, sondern wir haben hier unten die Signallage und wenn die Signallage ein Signal gibt, dann können wir es traden. Wir haben es gerade besprochen, Ansätze gibt es hier in Summe deutlich und dann braucht man nur zu schauen, wie hier die Situation entsprechend ist und sich das ganze ausbauen lässt also das der blick in das währungspaar euro us dollar jetzt habe ich mal noch kurz ähm, die frage zum wti bevor wir dann noch ein paar währungen anschauen gehe ich gleich mal auf den wunschmarkt ein und wie schon gesagt wer einen wunschmarkt auf dem herzen hat bitte Einfach rein in die Chats. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr gern drum. Wir schauen auf das WTI. Hier bekommen wir die Frage gestellt: Welche Chartsignale kommen heute vom WTI? Ja, welche Chartsignale kommen? <laughs> Was soll ich sagen? Gemischte Lage. Weiter im Aufwärtstrend unterwegs, ganz klar. Wir sehen hier äh, im WTI zwei äh, wichtige Stellschrauben, die äh, ich mal auf der Uhr haben würde an dieser Stelle. Das heißt, hier oben ähm, der, der, dieser Bereich hier um, ich sage mal ganz grob die äh, 6618. Wartet mal, ich nehme mal kurz hier die ganzen Untermarker raus, hier, die wir nicht brauchen. Und unten, das Level hier unten. 63,35 hier der kleine Peak, der war ein bisschen, ein bisschen, tiefer gewesen. Hier unten drunter, hier, das haben wir, da haben wir die Marke 63,10 so in etwa. Die beiden Dinge, die sind für mich tatsächlich relevant. Interessant war zu sehen gestern äh, diese Kerze, wo man nicht wirklich vom Fleck gekommen ist. Oben war es zu heiß, unten hat man gerne wieder gekauft. Ähm, man, man es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie man diesen Chart entsprechend traden möchte. Für die kurzfristigen Trader ähm, ist es natürlich relevant, mal dieses kleine Stückchen hier zu sehen, beziehungsweise das zu sehen, was am was am Vortagestief passiert. Aber der Fragesteller hier, ähm, Matthias, da äh, weiß ich, sie sind auch in der längeren Zeitphase schon dabei. Ja, das haben sie ja oft genug auch kundgetan. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, äh, dass das hier ich auch sehe äh, und zurückgestellt bekomme, äh, wie hier auch zurückgetradet wird. Und wir haben ja den, äh, den, 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 den WTI nach unten ordentlich getradet und wir sind äh, schon eine ganze Weile auf der Long-Seite hier auch Unterwegs, also da ist schon einiges mitgenommen worden. Also für den Kurzfristbereich ganz, ganz klar und deutlich zu sehen, da müssen wir uns erstmal hier mit dieser Phase besprechen. Aber bevor wir das jetzt tun, möchte ich an diesem Punkt nochmal die Ober- und die Unterseite beleuchten. Ganz, ganz klassisch, das ist immer das Gleiche. Laufen wir oben über die 66,20 drüber, haben wir ganz klar hier wieder einen kleinen Aufwärtstrend, der in Richtung des größeren Aufwärtstrends läuft. Und dann können wir uns orientieren oben hier in diesem Bereich um das Hoch, knapp unter der 68-Dollar-Marke. Und wir wissen ja, auf der Chart-Oberseite haben wir einiges noch ähm, an Kurszielen da. Auf der Unterseite sollten wir hier tatsächlich unter diese 63,10 fallen, haben wir auf Tagesbasis erstmal wieder einen Abwärtstrend, der dann erstmal hier unten in diesem Level um die 58,50 in etwa, 58,70, nee, das ist die 59,20 hier oben, dort einen Supportbereich hat. Diese beiden Marker sind da, also auch hier. Es wird jetzt alles entscheiden, was passiert und da kommt es drauf an, was am Vortagestief hier in, äh, sage ich mal, dem Chart passiert, ob wir dann erstmal drunter fallen und dann die 6310 testen oder drunter durchfallen. Das werden wir hier sehen. Und jetzt gehen wir mal in die kleinere Zeiteinheit rein. Und da haben wir ja gesehen, hier an dieser Stelle, das war der kleine Schub nach oben. Jetzt kommt die korrektive Phase. Und da sieht man, der Markt schwingt schon so ein bisschen runter. Aber im Konsens ist hier das Bild einfach so, dass wir noch nicht genau sagen können, wie es an dieser Stelle weitergeht. Aber hier sehen wir halt auch, was passieren kann. Das ist jetzt allerdings. Sehr klein fein, was wir hier machen. Das heißt, ähm, man hat ja jetzt hier, Moment, ich mache mal kurz den Lower Time Frame rein. Schaut mal hier. Das ist das kürzeste Bild, was wir haben. Wir sind hier verortet in einem Abwärtstrend. Ja, das ist das Kleinste. Laufen wir jetzt hier über die 65 drüber, haben wir wieder einen kleinen Aufwärtstrend. Der sollte sich dann orientieren an der 65,50 hier oben. Und wenn er auch die rausnimmt, dann geht es wieder hoch und dann wird plötzlich das Long-Szenario, was ich gesprochen hatte, aktiv. Kommt es allerdings nicht dazu? Ne? Es kann jetzt passieren, dass der Markt hier Oben über die 65 läuft, aber vor der 65-50 rumdreht. Das wäre wieder das Zeichen der Unsicherheit, dass man eher die kleinere. Zeiteinheit als Unsicherheitsfaktor nimmt und da kommt es darauf an, was passiert hier unten fällt er tatsächlich unter die 64,10 dann wird es sehr sehr relevant hier in Richtung dieses Zwischentiefs bei 63,10 zu laufen nehmen wir das in der Stunde auch noch raus was haben wir dann dann haben wir ganz ganz klar den Abwärtstrend hier schon mal in der Stunde im etwas größeren Kontext vorhanden ich skizziere es mal ganz kurz ein das heißt das wäre dann mal ganz klar hier die Tatsache Erste deutliche Abwärtsbewegung, dann die Korrektur oben rein. Und wenn wir dann drunter rutschen, ja, dann wird aus der Aufwärtssequenz plötzlich eine Abwärtssequenz. Und die haben wir dann sozusagen als Abwärtstrend im Markt drinnen. Zack. Und dann haben wir den Weg nach unten sozusagen in diese tieferen Bereiche auch mit rein. Und das wird dann wirklich eine sehr, sehr interessante Story. Auf dem Weg zur Unterseite hin haben wir noch einen Bereich, der durchaus als Support. Halten könnte und zwar wäre das mal dieses Level hier knapp um die 62 US-Dollar. Das war hier oben dieser Kaufbereich, der hat eine Marktrelevanz gehabt. Schaut mal, da sind wir drüber gegangen. Erst hat es zweimal, dreimal gedauert, bis wir tatsächlich drüber gegangen sind. Dann kam der Retest und dann dieser massive Anstieg. Das ist durchaus ein Level, was wir da noch antesten können. Das bleibt hochinteressant. Und wie schon gesagt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man das Ganze tradet. Deswegen auch meine Bitte hier an dieser Stelle ähm, neben den Likes äh, für, die, für die Sendung hier an dieser Stelle natürlich auch immer die Bitte, wer eine Frage hat und mal eine bestimmte Zeiteinheit ähm, betrachtet haben möchte, einfach mit dazu schreiben. Dann kann ich entsprechend auch darauf mit eingehen. Also. WTI ist weiterhin im Korrekturmodus, das sehen wir hier. Die Entscheidung, ob es tiefer geht oder höher geht, ist noch nicht gefallen. Die entsprechenden Marker haben wir gerade da. Wir sehen Austral-Dollar, US-Dollar auch noch mit da. Ähm, als Frage, das gehen wir natürlich direkt mit an. Aber bevor ich diesen Chart jetzt bespreche, möchte ich mal ganz kurz auf die Futures eingehen, auf die Währungsfutures. Äh, denn da gibt es durchaus mittlerweile äh, Situationen, wo wir merken, da geht ein bisschen Stärke raus an dieser Stelle. Wir haben es ja gesehen hier beispielsweise ähm, im Australdollar dollar ähm, Lange, lange Zeit deutlich nach oben gelaufen. Jetzt hier eine Abwärtssequenz. Das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben. Gerade auch, wenn man so ein Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar sich anschaut. Schaut mal hier unten. Dieser Bereich um die 76. 0,76. Ähm, wir sind hier in einer kleinen Abwärtsphase schon drinnen. Also der Trend ist definitiv der aktuelle Trend. Ist abwärtsgerichtet hier an dieser Stelle. Ähm, der große übergeordnete Trend, wenn wir uns mal hier die Woche anschauen, der ist natürlich. Natürlich ganz klassisch nach oben aufwärts gerichtet. Ne? Das ist ganz klar. Aber wir sehen es halt auch. Wir sind hier oben um die 80 angestoßen. Das war in der Historie auch immer wieder ein starkes Verkaufslevel. Und jetzt gehen wir runter. Und da wird es jetzt halt sehr, sehr interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Möglicherweise sehen wir hier bald eine SKS auf Wochenbasis und das bringt uns dann natürlich wieder auf die Unterseite unterwegs. Das heißt an dieser Stelle, das muss man im Kopf behalten. Ein ähnliches Bild sehen wir im Neuseeland-Dollar. Auch das betrachtet man natürlich als Händler auch mit, wie sich diese Währung bewegt. Und hier genau das gleiche schaut man hier oben um die 74. Das war ein sehr, sehr starker oder ist ein sehr, sehr starker Widerstandsbereich. Der wurde angelupft und komplett abverkauft und hier die gleiche Sachlage. Und wenn wir uns das mal kurz noch auf Tagesbasis anschauen wollen. Dann heißt das halt auch der Aust Australdollar. Ist im Abwärtstrend drinnen, hat hier oben das Umkehrsignal gemacht. Das sieht man auch sehr, sehr schön im Stundentrend. Schaut mal, das hier war der Trend, der nach oben gelaufen ist. Ähm, der ist rausgenommen worden. Jetzt haben wir hier den nächsten Abwärtstrend drinnen. Und wenn wir hier tatsächlich hier die 77,30 knapp rausnehmen, ähm, dann haben wir schon gute Chancen, weiter runter zu laufen. Also das schwächt an dieser Stelle mal ganz klar den Australdollar. Und mit dieser Geschichte einen schwächeren Australdollar und einen stärker werdenden US-Dollar, auch da sehen wir, das ist jetzt mal kurz der Blick in die Stunde. Das ist echt mega interessant, was wir hier sehen. Denn schaut mal, hier haben wir schön den Abwärtstrend. Dann haben wir hier die initiale Aufwärtsbewegung, die diesen korrektiven Abwärtstrend rausgenommen hat. Und jetzt haben wir hier so ein ansteigendes, also sozusagen ein Dreieck mit einer ansteigenden Unterseite. Also nennt man ansteigendes Dreieck in der, in der Chartanalyse. Und wenn wir tatsächlich hier oben über die knapp 2,90 drüber laufen, dann haben wir gute Karten hier, erstmal hochzulaufen auf die 2,90. 96, 26, 27 und dann das Zwischenhoch hier bei 92,50 rauszunehmen. Das ist hochinteressant. Und wenn wir hier die Frage auch bekommen zum Australdollar, US-Dollar, dann müssen wir einfach ganz klar sagen, ein schwächerer Australdollar und ein stärkerer US-Dollar, der drückt halt den Chart massiv in eine Richtung. Und das werden wir auch gleich sehen. Das heißt hier. Australdollar, US-Dollar. Ich muss mal raussuchen hier. Ähm, ganz klar, wir sehen hier den Druck von oben nach unten kommen, weil es ist halt so: Der Australdollar wird schwächer, der US-Dollar wird stärker. Wenn man sich da mal eine Waage vorstellt, wo auf der einen Seite der Australdollar ist, das ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite was die Preisleiste ist, ist entsprechend der US-Dollar. Und wenn der US-Dollar schwerer wird, geht schon mal die Preisleiste nach unten. Und wenn dann gleichzeitig der Australdollar noch leichter wird, dann drückt es die Seite noch weiter runter und und das wird sehr, sehr interessant. Und das vorausgesagt gehen wir jetzt mal einfach auf den ähm, Austral-Dollar, US-Dollar in den Stundenchart rein. Und da sehen wir das, was ich auf Tagesbasis gerade angedeutet habe, auch schon im Stundenchart. Und hier sehen wir auch die Verortung. Wartet mal, ich nehme mal kurz das. Ähm, das Paket hier vom ähm, MTUN Live mit rein. Das hatte ich ja vorhin auch mal angekündigt. Also das ist wirklich sehr sehr einfach äh, und leicht zu sehen hier an dieser Stelle, wenn man damit arbeitet. Also wer das haben möchte, gerne mal auf mich zukommen. Das kann man ähm, für das Trading recht gut nutzen. Entsprechend bekommt man auch die Handelssignale und man bekommt hat auch die aktuellen Trends eingezeichnet. Und hier sehen wir es schon auch. Der höhere Zeitrahmen ist ganz klar abwärts gerichtet. Und das, was wir hier oben jetzt bekommen haben, ist mal das Ende der Aufwärtsphase und ein laufender Abwärtstrend, auch im kleineren Kontext. Das sehen wir hier. Fallende Hochs, fallende tiefs, ganz klar, der Markt ist hier mal deutlich in die Abwärtsphase reingekommen. Und das ist jetzt der interessante Punkt an dieser Stelle, dass wir hier in diesem Level, in dem wir gerade verortet sind. Ich nehme mal kurz hier dieses, dieses Level mit runter. Ich hoffe, wir kriegen es reingezogen. Genau. Also dieser Bereich, den wir hier an dieser Stelle jetzt haben, das ist mal ein sehr, sehr schöner. Untergeordneter Drehbereich und wir sehen, äh, wie hoch die Relevanz hier in diesem Level ist. Ne? Das war hier lange Zeit ein Widerstand, dann wurde es so ein bisschen zur Unterstützung. Es wurde immer wieder gekauft. Und wenn dieser äh, Bereich abverkauft wird, dann sagt uns das bitte nach unten orientieren. Und jetzt, wenn wir jetzt entsprechend die Stunde auch mal nehmen wollen äh, und das Ganze mal als Handelssetup äh, besprechen wollen, dann können wir ganz klassisch sagen, wir haben hier ja wohl einen Abwärtstrend am Laufen. Dessen letztes Tief haben wir hier unten gehabt. Hier, das ist grob die Marke von 0,77. Ungefähr 0,6. Das Zwischenhoch haben wir auch da gehabt. Haben wir irgendwo eine rote Linie? Jawohl, die ist da oben. Hier, schaut mal, das war das letzte kleine Zwischenhoch. Da ist der Kopf so ein bisschen angestoßen hier oben. Ne? Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir orientieren uns gleich auch wieder an den Charts, keine Sorge, ähm, aber das mal rauszunehmen, was die korrektive Phase gewesen ist und dann mal zu sagen, jetzt muss ich nur mal zusehen, dass ich das treffe hier auch, dieses Feld. Wartet mal. So. Dann können wir, wenn wir das unten spiegeln, einfach mal sagen, wo liegt denn überhaupt das Potenzial? Und das ist halt interessant zu sehen. Das Potenzial liegt auch an einer Stelle, an der wir durchaus ähm, einen Supportbereich erwischen können. Das heißt, dieses Level hier unten ist ja, hat ja eine gewisse Marktrelevanz. Das sehen wir ja, ja. Und dann haben wir hier unten auch noch das Zwischentief. Also da ist einiges da. Und wenn wir uns dann mal. Den Weg nach unten anschauen wollen und die kleineren Support-Level noch mit raussuchen wollen, dann sehen wir hier ganz klar, auf dem Weg nach unten sollte hier es zur Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik kommen. Dann natürlich erste Anlaufpunkte, hier das Zwischentief um die 07706 und dann bitte hier die kleineren Zwischentiefs, hier kann man sich gut und gern dran orientieren auf dem Weg nach unten, auf dem kleinen Schwung hier. Ich mache mal den kleineren Zeitrahmen auch an. Dann sieht man den Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Und hier sollten dann oder könnten dann durchaus aus Orders liegen, die noch aktiv sind, entweder Absicherungsorders oder massiv orders Das heißt, das sind wirklich relevante Punkte, die man dort dann hat. Und da kann man gut auch das Ganze zu Gewinnmitnahme planen. Und dann haben wir hier also quasi die 76, 87 und die 76. Was haben wir da unten? 68. Diese Level sind dann durchaus da. Das bleibt interessant hier auf der Chart-Unterseite. Also ganz, ganz gut. Und hier, ja, haut das hin. Okay, Austral-Dollar, US-Dollar. Ich hoffe, äh, das ist äh, gut und gerne da. Und was haben wir noch an Fragen hier? Da kommen keine weiteren. Das haut hin. Ähm, dann würde ich ganz gerne mal noch auf äh, die anderen Währungspaare eingehen. Denn. Wenn wir uns mal die Currencies hier kurz, das sind die Futures, die wir uns hier anschauen wollen, äh, mit drin haben, dann sehen wir Nummer 1, ähm, das ist jetzt die Stunde, wir müssen mal kurz auf den Tag noch gehen. Äh, wir sehen hier ein paar äh, doch interessante Chartchancen, die wir hier an dieser Stelle haben, beziehungsweise mögliche Umkehren. Und eine ganz, ganz wichtige mögliche Umkehr haben wir hier im Great Britain Pound. Das ist nämlich sehr, sehr interessant, was wir hier an dieser Stelle sehen. Der ist ja lange Zeit wirklich extrem stark nach oben gelaufen. Und das ist etwas, das müssen wir jetzt ganz klar auf der Uhr haben. Denn ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Ich hatte das ja schon sehr, sehr oft gesagt. Dieses Währungspaar hat durchaus noch viel Potenzial zur Oberseite rein. Ja, wir sehen es an dieser Stelle. Wir sind hier. Wir haben auf der Oberseite durchaus die 1,44 drinnen liegen hier oben diesen Schwungbereich um die 1,50. Wenn wir auf den Monatschart mal gehen wollen soweit müssen wir zwischenzeitlich schon zurückgehen, dann haben wir hier noch die 159 in etwa drinne und dann hier oben diesen ganz ganz großen Widerstand um die knapp 170. Also, da ist noch verdammt viel Luft und die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden, die war auch absehbar, ja. Wir haben auch soweit ich das weiß an dieser Stelle auch drüber gesprochen. Das Level hier oben um die 1,39, 1,40 rum, das ist ein extrem starkes Widerstandslevel. Wir sehen das, deswegen blicken wir hier mal eben auf den Monatschart auch drauf. Ähm, dieser Bereich ist... Sehr, sehr wichtig. Das ist ein großer, großer Widerstand. Es war lange Zeit eine Unterstützung, aber dann sind wir wirklich drunter gerauscht. Hier drunter, Test nochmal nach oben und dann der Weg ab. Und hier sehen wir es hier drüben: haben wir diesen Bereich angetestet, runter, angetestet, runter, angetestet, runter, angetestet, richtig runter. Dann mit Trends auch abwärts auf Monatsbasis. Das ist schon etwas, das hat eine starke Relevanz. Und bitte, wir schauen jetzt hier auf den Monatschart. Und jetzt gehen wir einfach mal oben kurz rein in den Tageschart und da sehen wir. Das hier oben war der letzte Widerstandsbereich über der Marke von 1,40. Da sind wir dran gelupft und dann kam der Abwärtsverkauf. Das sehen wir auch auf der Wochenbasis hier. Das war das Abverkaufssignal. Und jetzt wird es halt sehr, sehr wichtig, dass Zwischentief von diesem Abwärtsverkauf, das haben wir hier unten gehabt, hier das unten drunter, die Marke um die 1,3770 in etwa rum, was haben wir hier als Tief gehabt, 1,3779, sollten wir dort drunter fallen, dann haben wir die Abwärtssequenz da und dann ist der nächste Anlaufpunkt von der Korrekturseite her mal hier unten die Marke um die 1,35, ja, das wäre mal der Punkt. Und wenn wir uns das auf Tagesbasis anschauen, äh, dann bitte, wenn wir hier unten drunter fallen, dann haben wir hier den Abwärtstrend da. In der kleinen Sequenz ist er schon da, aber dann kommt er halt auch in der größeren Sequenz rein. Und das zeigt uns dann, dann ist der Weg nach unten tatsächlich frei. Und auch auf Tagesbasis haben wir dann hier. Sehr, sehr schön, das Anlauflevel um die 1,34 bis 1,35 rein. Das ist ganz wichtig im Kopf zu haben und das bitte ich zu beachten. Ich mache jetzt hier keine, keine klassische Chartanalyse ähm, mit, mit den ganzen britischen Fundwährungen, aber das bitte ich einfach zu beachten. Und das naheliegendste, was wir jetzt mal miteinander besprechen könnten, wäre ja äh, das Währungspaar ähm, britisches Fund, US-Dollar, also sozusagen das Cable. Ich möchte das heute aber ungern hier als Handels besprechen, denn wir haben morgen äh, entsprechend auch die Fettsitzung. Ja, also das, 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 das man muss es einfach wissen. Aber hier, hier sehen wir das Ganze natürlich ganz genauso. Hier diese Stelle unten, dieses Zwischentief. Also ich bin mal wirklich sehr gespannt, was sich hier entwickelt. Ich habe das genau äh, auch auf der Uhr und ich hoffe, wir kriegen es mit, wenn, wenn der Markt hier unten testet, was passiert. Das wird hochinteressant. Und wenn das bricht, dann ist das halt auch das Bild, was wir im, im, im Future gerade gesehen haben. Das wäre genau der Schub nach unten. Dann macht es halt an dieser Stelle das britische Pfund leichter. Und hier in diesem Kontext, hier an dieser Stelle, da sehen wir dann natürlich äh, mit Blick auch auf die Währungen immer dann. Wenn wir ähm, das Währungspaar haben, wo wir einfach sagen, okay, wie ist denn die Waage? Die rechte Seite ist die Preisleiste, das ist die rechte Seite, die linke Seite ist sozusagen äh, das britische Pfund an dieser Stelle. Und wenn das britische Pfund jetzt plötzlich leichter wird, ja, was passiert dann? Die Waage bewegt sich und wir fallen nach unten und die Preise an dieser Stelle fallen hier nach unten durch. Und das ist bei allen Währungen so, wo der britische Fund mit drinnen wird. Also diesen Kontext einfach mal im Hinterkopf behalten und so die Währungen bitte betrachten, wenn es dort zum Rutsch zur Unterseite kommt beim britischen Fund, dann wird es für die Gegenseite sehr, sehr interessant und das Ganze kann man dann sehr, sehr schön in eigentlich allen Charts sehen. Ähm, wichtig ist halt, wenn man dann Charts trägt mit zwei schwachen Währungen, beispielsweise, wenn wir uns das mal kurz anschauen, ein britisches Pfund. Japanischer Yen haben wir ja hier auch schon häufige gehabt. Damals dann plötzlich zwei schwache Währungen. Dann wird es interessant, welche Währung tatsächlich die schwächere ist. Und wir sehen es halt hier an dieser Stelle. Britisches Pfund, japanisches Yen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Story hier oben. Wir sind hier in einem sehr, sehr hohen Level verortet und hier sehen wir es auch, wenn wir hier plötzlich unten drunter durchbrechen sollten, ja. Ähm, dann haben wir auch einiges am Potenzial nach unten. Also, das sind die Bereiche, die man momentan durchaus auf der Uhr haben kann, wo wir hier ohne weiteres das Ganze besprechen werden. Das wie immer. In unseren Morning Sessions jetzt schaue ich noch mal rein. Ähm, die Frage hier zu den Charts haben wir keine mehr. Wir haben noch eine Frage, ähm, ob ich diese Woche auf die Zinsentwicklung eingehe. Ja, richtig. Also das mache ich diese Woche wirklich versprochen. Der Termin letzte Woche ist kurzfristig dazwischen gekommen von der Seite her. Wir machen diese Woche Freitag. Wir besprechen das Thema der Zinsen ganz klar mit, damit ich hier so mal ein bisschen Klarheit auch schaffen kann, was Zinsen sind. Also ich meine, jeder weiß, was Zinsen sind, aber was Zinsen tatsächlich bedeuten und welchen Einfluss sie auf unsere Wirtschaft haben. Und da wird vielleicht auch mal dem einen oder anderen so ein bisschen klar, dass man eigentlich Zinsen nicht so wirklich braucht, um sein Vermögen zu vermehren, weil das ist ja bei vielen auch ein Aberglaube zu sagen, ja, tolle Zinsen sind richtig gut, aber hier <laughs> wenn man mal merkt, dass die Zinsen immer nur ein Inflationsausgleich sind und die, die Inflation in aller Regel deutlich höher sind als die Zinsen, dann weiß man, dass man mit dem Zinsmarkt auf lange Sicht nur Geld verliert. Das ist einfach nur ein kurzfristiges Vehikel, wenn es mal rumpelt, aber für langfristig, wenn man sich mal die ganzen langfristigen Vermögensverwaltungen anguckt oder auch ähm, die ganzen ähm, Einrichtungen, äh, die äh, Vermögenswerte äh, sichern müssen, die machen nicht wirklich viel in zinsen. die gehen in die wirtschaft und suchen sich dort nachhaltig. sag ich mal, man nennt das sachwerte. ja, da gibt es auch immer wieder diskussionen. aber ähm, zinsen sind was sie sind. Ähm, und äh, da wird man auf lange sicht äh, die inflation nicht ausgleichen und schon gar nicht die renditen erzielen können, die wir hier jeden morgen miteinander als chance besprechen. in diesem sinne. das wird. Zum Montag, nee, Dienstag, das Abschlusswort an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Weiterempfehlen, danke für die Likes. Und wer das Ganze nicht verpassen will, abonniert einfach die entsprechenden Seiten Tickmill Deutsch auf Facebook oder auch den YouTube-Kanal von Tickmill. Und ich sage hier an dieser Stelle, bis später. Tschüss. Bei mich gibt es heute am Dienstag nochmal um 12.30 Uhr in meinem Wall Street Traders Lunch. Dann geht es ein bisschen mehr um das Thema der Aktienmärkte. Das mache ich auf meinem privaten Facebook-Profil, beziehungsweise stelle das Video dann auch auf die Investorschule, also auf den YouTube-Kanal der Investorschule hoch. Da sehen wir uns heute. Ansonsten morgen früh hier mit Blick auf die Währungen. Vielleicht den einen oder anderen Index. Mal schauen, was heute passiert. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.